übermorgen. Genau, wir treffen uns mit Gary und Brad auf dem Golfplatz und... Was hast du gegen Gary? Dr. Dandwell, ich bin ziemlich in Eile. Hör mal, wir fangen pünktlich um 7:30 an. Du wirst doch nicht wegen Gary zu Hause bleiben wollen, oder? Ich muss Schluss machen. Eins müssen Sie mir erklären. Warum lässt Dr. Cho den Schädel röntgen, wenn der Mann eine Bisswunde an der Hand hat? Der Patient war in eine Kneipenschlägerei verwickelt und ansprechbar, als er um 6 Uhr eingeliefert wurde. 6 Uhr heute Morgen. Das war, als meine Schicht angefangen hat. Wo liegt der Patient jetzt? Ich möchte ihn sehen. Er ist verlegt worden. Eine der Nachtschwestern kann ihn sicher sein. Rufen Sie mich aus, wenn Sie ihn gefunden haben. Natürlich. Mach ich doch gern. Hey, Cora. Kannst du mir helfen, einen Patienten zu finden? Na klar, gib her. Edward Solomon? Ja. Hast du nicht Feierabend? Seit einer Stunde. Da ist er ja. Sie haben ihn falsch geschrieben. Solomon Edwards liegt oben auf der Intensiv. Wegen einer Bisswunde? Keine Ahnung, weswegen. Die Toxikologen sehen sich morgen die Blutwerte an. Okay, ich verschwinde. Kannst du mir einen Gefallen tun und die Info an Dr. Denver weitergeben? Sicher. Danke. Ach so, redest du mal mit Louis wegen Sonntag? Auf jeden Fall. Mach's gut. Du auch. Dr. Hartstorm, bitte. Hallo, Vivian. Anna, guck mal, ich kann rückwärts fahren. Das will ich sehen. Hey, das ist ja fantastisch. Morgen nach der Arbeit drehe ich vielleicht ein paar Runden um den Block mit dir. Ist gut. Na schön. Vorsicht, ich will in die Einfahrt. Und grüß deine Mom von mir, ja? Okay. Hey. Hey, du. Das hättest du sehen müssen. Die haben den Postboten rausgewählt. Nein, Richie? Mhm. Den mit den Pausbäckchen? Warum denn? Der hatte doch eine schöne Stimme gehabt. Ich weiß. Na du? Hi. Wie war dein Tag? Nicht übel. Und deiner? Gut. Ich habe mit Cora den Dienst getauscht. Wenn ich Sonntag für sie einspringe, habe ich Ende des Monats ein langes Wochenende. Sonntag? Ist das okay? Ja? Ja. Du das? Vivian, Schätzchen, ist was nicht in Ordnung? Mein Gott! Oh, Scheiße! Ruf einen Krankenwagen! Zurzeit sind alle Leitungen besetzt. Nein, nein, nein. Zurzeit sind alle Leitungen besetzt. Tut mir das nicht an, bitte. Wer kann denn die machen?
Luis? Luis, was machst du da? Verschwinde! Was ist denn hier los, um Gottes Willen? Du sollst weggehen, habe ich gesagt. Die folgenden Orte stehen weiterhin auf der Liste der als sicher geltenden Zufluchtsorte.